So, heute mal wieder Movie von uns. So, hallo Europe. Ja, wir gehen da gleich. Sieht man es hier? Hier hat eine kleine Beule. Hier. Hat er ganz schön geheult, ne? Aber nicht hören kannst, ne? Hä? Hast du noch nicht ausgeschlafen, ne? Also es war so, wir haben ja gespielt. Und dann wollten wir an den Beach eine Runde laufen. Und zwar so, ein Abonnent hatte mich gefragt, ob ich mal ein paar Movies machen kann von dem, wir sagen Russenmarkt, der mal abends ist in Tschomtschen Beach. Papa. Ja, warte mal, bei der Säule 9 oder 10. Und kurz bevor ich weg wollte, also bevor ich mich duschen wollte. Papa. Ja, da sind die Eichhörnchen, Schatz. Ist er von der Couch abgestürzt. Ich habe es gerade noch gesehen, ich bin gleich hin, wollte festhalten, aber da war es zu spät. Da ist er mit dem Kopf vor die Tischkante. Also er wollte sich hinten an der Lehne festhalten, aber die ist ja nicht befestigt, die sind nur so Kissen und Klingen. Ja, hat er 10 Minuten ganz schön mächtig geheult, haben wir Kinderfilm drauf gemacht. Und als ich dann duschen bin und komme zurück, war eingeschlafen. Ja, was ist denn? Ach, die Lampen hier! Da zeigst du mir auf die Lampen, hast du noch gar nicht gesehen oder was? Hast du noch nicht geguckt, ne? Gefällt dir das? Ja, auf jeden Fall gehen wir da jetzt hin. Momentan fühle ich mich super. Ich kann nicht klagen. Immer mal hübsche Frauen auf der Gasse. Bis vorhin war es auch noch richtig warm. Und jetzt ist es angenehm. Eine leichte Brise zieht. Viele Leute sind am Strand nicht, unsere russische Bevölkerung. Ich muss mit Otto gucken. Ja, eins geht nur Otto gucken oder Mädels. Ja, auf jeden Fall gehen wir da jetzt mal hin. Das wird ein Riesenhotel. Lichter sind auch an, wahrscheinlich wird auch gebaut. Ja, ja, wir gehen da gleich hin. Und da gucken wir gleich mal. Also wie gesagt, ich fühle mich super. Alles in bester Ordnung. Wir schreiben ja heute Sonntag. Und wir werden dann noch in die Sauna gehen. Und dann drehe ich wieder ein Movie ab. Dann für Montag. Und alles in besser Ordnung. So. Oh, hier ist ein bisschen was eingestürzt. Ich schalte mal drauf. Ihr sollt auch die schöne Aussicht genießen von den zwei Mädels. Also hier, ich wollte ja hier drauf zeigen. Ja, ihr seht ja selber. Es ist gar nicht so viel los heute. Aber ich denke mal, das kommt noch. Wir haben es jetzt 17.40 Uhr und alles in bester Ordnung. Am Montag kommt meine Frau. Die will nur so einen Tag kommen. Also früh und dann Nachmittag wieder fahren. Und hat gefragt, ob sie den Kleinen mitnehmen kann, ein paar Tage. Ja, es ist gerade so, ich bin dagegen. Weil es ist so, Otto ist wie Schanzdampf in allen Gassen. Also da kann keine Minute ruhig sitzen, immer in Bewegung, alles anfassen, alles antatschen. Und an für sich geht das nicht, wenn die verkauft und auf den Jungen aufpassen, das ist an für sich zu schwierig. Und bei dem Bruder möchte ich sie nicht lassen.
Weil die Kinder von dem Bruder, die sitzen nur in der Ecke und spielen Computer. Und wenn er natürlich, ich habe das letzte Mal gesehen, da rumrennt und macht, das stört die. Ich gehe dann auch davon aus, dass der mal ein paar Christen, ja, ja. Was ist denn, ja, die Bäume, ach, das Licht wieder. Da interessiert sich wieder für das Licht. Schönes Licht. Ist doch immer an jeden Abend. Das haben wir doch schon öfters gesehen. Hä? Oh, ist das gefangen? Ja. So, also gehe ich davon aus, dass der dann einmal schnell eine kriegt und heult. Und das, ich will das alles nicht. Am liebsten wäre bei mir, aber ja, ist natürlich schwierig, weil sie kriegt ja mit, dass er mich liebt, ne? Also jetzt, dass ich die Bezugsperson bin und sie will das natürlich. Guck mal, Hundi, ja, ja, wow, wow. Und sie will natürlich auch, dass Otto sie liebt und da will sie halt Zeit mit ihm verbringen. Naja, müssen wir Montag mal sehen. Am Montag muss ich auch auf die Bank nochmal, dass wir das endlich mal hinkriegen. Es ist immer schwierig, wenn ich, das Eigenartige ist immer, wenn ich mit ihr auf die Bank gehe, dann machen die das alles, weil sie kümmert sich darum. Und ich bin da ein bisschen... Ja, ich vergesse auch viel und dann auf der anderen Seite ist, wenn ich eine Visa-Card habe und die ist abgelaufen nach 5 Jahren und kriegt dann eine neue, dann will ich da auch wieder eine Visa-Card haben. Naja, werden wir alles sehen, wie wir es machen. Müssen wir Montag noch Internet für mich machen. Wird 200 Baht kosten. Ja, warte, warte. So, ich halte jetzt mal drauf. Wir machen erstmal Werbung. Ab in die Werbung. Bis gleich. So, hier sind sie wieder. Die Polizei ist auch am Start. Um das mal zu zeigen, hier ist ja der Kinderspielplatz. So sieht man es hier. Hier sitzen alle Kinder, weil der Spielplatz geschlossen ist. Hier waren wir ja schon öfters und haben rumgegeigelt, aber ist ja seit ein paar Wochen zu. Also passen Sie auf den Spielplatz auf, dass keiner auf den Spielplatz geht. Da war die Gab. Oh, hier ist wieder die... muss mal gucken, wie er es hinkriegt mit der Kamera. Dann sind die Straße aufgerissen. So. Ja, wir werden dann auch nicht weiterlaufen. Ist okay hier. Ich halte jetzt mal drauf. So, ihr seht, hier ist ja Chomchen Night Market. Ja, ist eben doof hier mit Kinderwagen. Ihr seht es ja hier, ne? So, und hier ist das neue Hotel. Also Lichter sind an, ich habe allerdings noch keine Bewegung gesehen. Ja, wird immer noch gebaut. Ich frage mich zwar manchmal, ob das Sinn hat, aber das müssen wir ja dem Betreiber selber überlassen. Ne? Ja, ja, da können wir nicht hin. Hat das Boot mit dem Licht? So, Wendemanöver. So, fahren wir wieder zurück. Die Oma sitzt ja bei der Massage. Da habe ich gestern in dem Movie mich ein paar Mal versprochen. Da habe ich Sauna gesagt anstatt Massage. Aber das ist so, ich habe euch das schon ein paar Mal erklärt. Wenn ich
bloß mache und rede. Da habe ich immer das Problem, dass ich mir den Satz im Gehirn schon zurechtlege und hake den ersten Satz ab und da kommt ab und zu mal Kauderwelsch raus. Aber ist ja nicht weiter schlimm, ich komme damit zurecht. Und ist okay. Sieht ein bisschen nach Regen aus. Es ist so in Thailand. Wir Europäer wissen nicht immer unbedingt, wenn es regnet. Und du brauchst auch nur die Thais fragen. Die sagen diese Worte, es regnet in 20 Minuten oder in einer Stunde. Woher die das wissen, weiß ich nicht. Wer es weiß, kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Und dann ist er vielleicht etwas schlauer. Ich habe angenommen, dass es vor dem Regen immer sehr ruhig ist, also von der Tierwelt. Dass die Tierwelt das ja schon ahnt und sich dann wahrscheinlich ein paar Minuten vorher in Rettung bringt. Aber ihr könnt es mir ja mal schreiben. Hier waren wir früher auch immer am Strand. So, da fahren wir gleich hier runter. Ja. Was hat er denn? So, ich würde sagen, wir machen nochmal Cut und sehen uns. Bis gleich. So, hier ist er nochmal. Die Kinder haben sich gerade verabschiedet. Ich wollte nur mal kurz noch auf den Sonnenuntergang. Oh ja, ich glaube, hier sieht man die Sonne gar nicht. Ich weiß es nicht. Ah, doch, ganz schwach. Da sieht man schon. Die Kleine hat gerade Sport gemacht. Ah, jetzt macht sie gerade weiter. Ja, wir machen, wie eben gesagt, wir haben ja so noch 200 Meter, die laufen wir so. Und zwar ist das, sind wir jetzt so gelaufen, wir sind aus der Säule 7 raus und nach links rum. Manchmal laufen wir ja nach rechts. Da ist Otto lieber, weil die machen da Musik und tanzen. Aber es ist eben das Problem dann wieder, da muss ich wieder meine Gelder teilen, und weil die Musik zu hören ist und naja, das muss ja nicht sein. Ja, ein Seestern, soll ich nehmen? So. Das ist so richtig für die Thais, hier sitzen, seht ihr hier mit dem Roten alle. Die sitzen Stunden, essen, trinken, unterhalten sich. Immer kurz lächeln und dann wird zurückgelacht. So, also hier kommt wieder Musik. Ich würde sagen, wir laufen jetzt noch die 50 Meter und dann macht er nochmal an. Bis gleich. Him can only speak, not too much, aber all listen. Him can all listen. So, hier ist er nochmal. Und zwar sind wir, haben wir eine Bekannte am Strand getroffen, die Besitzerin von der Nachbarbar. Die hat ja auch einen Boyfriend aus der Schweiz, mit dem komme ich schon super zurecht. Und da hat er sich jetzt mal ein Bier gegönnt, wir unterhalten uns hier. Bevor ich es vergesse, schöne Grüße gehen raus an Thomas Mayer heute. An sich soll es dann gewesen sein. Er sagt, Abo nicht vergessen, gucken wäre noch ganz wichtig. Ansonsten bleibt mir gesund, bleibt mir treu und werdet glücklich. So, ich halte nochmal. Ihr werdet mich beneiden.
für Manning. Warte, warte. Hallo. Nummer 1. Lovely lady. Nummer 2. Und Nummer 3. 23 Jahre. Oh, yeah. Ich fühle mich wohl gerade. So, und du Spielchen. Und alles in Ordnung. Also Bier kann ich ja nicht trinken, wenn ich Movies aufmache. Das ist für Movie. Oh, for Movie. You have Movie. Ja, for YouTube. Oh. In Thailand or in Thailand. Sometimes people from Switzerland look. Sometimes Thai lady, too much German boy. An sich sollte es erstmal gewesen sein. Da sagen wir Tschüss. Tschüss, Europe. Bye, bye.